Simon, 1:1 bei Union Berlin. Ihr habt euch viel vorgenommen, wolltet unbedingt gewinnen. Wie ist jetzt dein Fazit vom Spiel so kurz nach Ende? Ja, ich denke, erstmal bitter, dass wir das Ding heute nicht gezogen haben. Anhand der Chancen müssen wir, denke ich, heute klar gewinnen. Und mit zwei Aluminium-Treffer, die Chance von mir in der ersten Halbzeit, muss es eigentlich eine klare Sache sein heute. Und haben wir zwei Punkte verschenkt heute. Chancenauswertung. Ich glaube, dass wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Wir haben 5-6 hochkarätige Chancen, haben nicht viel zugelassen. Die erste Chance war leider wieder mal drin. Sonst hat Union erste Halbzeit gar nichts mehr gehabt. Zweite Halbzeit zum Schluss, so 10 Minuten vor Schluss hatten sie mal so Schüsse außerhalb vom 16 und einen Kopfball. Aber wir haben das Spiel klar dominiert. Wir waren klar die bessere Mannschaft. Haben uns klasse Chancen reingemacht. Lattenschuss, Pfostenschuss. Ist halt so im Fußball, manchmal soll es nicht sein. Ne? Du hast lange Jahre hier bei Union Berlin gespielt. Wie war es für dich, dann hier wiederzukehren und das alles wieder zu sehen? Ja, an sich ganz cool. Also so die Haupttribüne und die Kabinen, wie sie waren, habe ich ja so noch nicht erlebt. War ganz cool. Aber gut, dass die Leute gepfiffen haben, ist halt nochmal so, muss man akzeptieren. Irgendwo muss man sich wahrscheinlich arbeiten. Ist halt so, irgendwo tut es weh, aber mein Gott, es ist normal im Fußball. Jeder hat sein Recht zu pfeifen. Und sonst war es natürlich cool. Die Jungs waren super locker und so, die ich gesehen habe. Und ich glaube trotzdem, dass wir ein gutes Spiel gesehen haben.